Hallo liebe Freunde, mein Name ist Gunter Krüger. Dieser Film ist an die Menschen gerichtet, die wirklich etwas in ihrem Leben verändern wollen und die sich selbst die Möglichkeit einräumen, die Macht zu haben, etwas verändern zu können, die Bereitschaft haben, daran zu arbeiten, die eigene Realität zu verändern. Und in diesem Film möchte ich ein paar Erklärungen zu dem Steuerungsmechanismus oder zu dem Steuerungselement zu geben, was Realität erschafft. Und dieses Steuerungselement ist das Wort. Wir alle verwenden Worte die ganze Zeit. Nicht nur gesprochene Worte, sondern wir denken die ganze Zeit, von früh bis spät. Und wir denken in Worten. Und es hängt davon ab, welche Worte wir verwenden. Diese Worte bestimmen darüber, was wir erleben. Diese Worte sind kodierte Realitäten, verpackte Realitäten. Und wo wir sie in unser Bewusstsein nehmen, entfalten sie sich in uns, erfüllen uns körperlich, mental und in der sogenannten äußeren Welt. Sie manifestieren sich in Form von bestimmten Lebensbedingungen, in Form von bestimmten Ereignissen. Ich gebe mal ein konkretes Beispiel. Schau dich in deinem Bekanntenkreis um. Schau dich in der Welt um und such dir ein paar Beispiele aus, ein paar Menschen aus, die gesund sind, kraftvoll sind, glücklich sind und erfolgreich sind, inspiriert sind. Und hör ihnen zu, was sie äußern, welche Worte sie verwenden. Und im Gegenzug such dir ein paar Beispiele von Menschen aus, auf die das Gegenteil zutrifft. Und hör ihnen zu, welche Worte sie äußern. Sprich, welche Gedanken sie äußern und welche Gedanken sie in sich tragen. Denn alles, was ein Mensch äußert über seine Worte, sind die Gedanken, die er oder sie in sich trägt, von denen dieser Mensch erfüllt ist. Wenn du das tust, wird dir eines auffallen, dass die Menschen genau das erleben, was sie äußern. Okay, jetzt könntest du denken, das liegt daran, dass diese Menschen Beschreibungen dessen abgeben, was sie in der äußeren Welt erleben. Das ist die gängige Sicht. Jetzt komme ich an dieser Stelle und sage, der Fall liegt ganz anders gelagert. Je nachdem, welche Worte du in dein Bewusstsein nimmst, erschaffst du deine Realität in dir und um dich herum. Wenn du Worte, negative Worte, schwächende Worte, üble Worte in dein Bewusstsein nimmst und sie mit deiner Aufmerksamkeit beleuchtest, wirst du unmittelbar und augenblicklich die entsprechenden Realitäten erleben in deinem Körper, das ist messbar, und du wirst sie in der äußeren Welt manifestieren. Der Grad der Manifestation und die Geschwindigkeit der Manifestation hängt davon ab,
wie viel Zeit und Intensität du auf diese Gedanken verwendest, die du in dich aufnimmst. Das klingt vielleicht alles sehr technisch, es ist aber sehr praktisch. Wenn du mehr Gesundheit haben möchtest, wenn du mehr Gesundheit erleben möchtest, wenn du überhaupt Gesundheit erleben möchtest, dann verwende die entsprechenden Worte. Zieh dir die entsprechenden Realitäten rein. Erfüll dich mit den entsprechenden Realitäten. Äußere die entsprechenden Realitäten. Und in gleichem Augenblick reagiert dein Körper. Du kannst es messen. Du kannst es messen anhand von Blutdruck und vielen anderen möglichen Messungen. Und genauso kannst du das Gegenteil messen. Verwende negative Worte, üble Worte. Zieh dir üble Realitäten rein in dein Bewusstsein. Erfüll dich damit und mess die Zustände deines Körpers. Und du wirst sehen, wie sie sich augenblicklich auf dein körperliches Befinden, auf deine Konstitution auswirken, auf deinen Blutdruck, auf deinen Kreislauf, auf deine Herzfunktion, auf den gesamten Transport, die gesamte Lebendigkeit deines Körpers. Das ist die einfachste Weise, wie du meine Behauptung überprüfen kannst. Ich gehe aber noch einen Schritt weiter und sage, dass die Worte, die du verwendest, nicht nur Auswirkungen auf dein körperliches Befinden haben, sie haben auch natürlich, auch leicht überprüfbar, unmittelbare Auswirkungen auf dein mentales Befinden und sie haben direkte Auswirkungen auf die Umstände deines Lebens in der äußeren Welt. Diese Behauptungen mache ich an dieser Stelle. Es würde hier den Rahmen sprengen, das weiter zu erklären. Ich möchte das nur anreißen. Die Menschen, die mit mir arbeiten, wissen mehr dazu, denn wir verbringen mehr Zeit miteinander. Und aus der Erfahrung der letzten Jahre mit all den Menschen, mit denen ich zu tun habe, mit denen ich arbeite, kann ich eindeutig sagen, dass das Wissen, dieses Wissen, die Macht hat, das Leben zu verändern. Körperlich, geistig und was die Umstände des Lebens in der sogenannten äußeren Welt betreffen. Das heißt, es ist möglich, durch eine Veränderung des Denkens, der Sprache, durch eine bewusste Verwendung von Steuerungen, von Steuerungselementen, sprich Worten und deren Bedeutungen, das Leben vollkommen zu verändern. Und diese Macht hast du, hab ich und hat jeder andere, der über die Intelligenz verfügt, bewusst um die Worte, um die Gedanken, um die Sprache zu sein. Alles Weitere ist eine Frage der Disziplin und der Umsetzung und des Vertrauens. Und das Vertrauen erwächst durch das Wissen, durch die gute Erklärung, durch die Anwendung der Erklärung, durch die direkte Erfahrung, die daraus resultiert. So wächst das Vertrauen und so wächst die Disziplin. Und in dieser Weise entstehen kraftvolle Ergebnisse. Nämlich körperliche Gesundheit, körperliches Wohlbefinden, körperliche Kraft, Inspiration, Glück, die Erfahrung von Glück, die Erfahrung von guten Beziehungen mit sich selbst, mit anderen und die Erfahrung von Fülle,
und Wohlstand auf äußerer Ebene. Das alles ist möglich. Ich gebe immer wieder mal Erklärungen hier an dieser Stelle, die dir hoffentlich helfen, die dir einen Anreiz bieten. Und es besteht immer die Möglichkeit, mit mir in Kontakt zu treten, über Mail, über Skype, an Seminaren oder Workshops teilzunehmen, um das klarer zu erkennen, mehr zu lernen, an Kraft zu gewinnen, die eigene Kraft und Macht zu erkennen und die Mittel zu verwenden, um das Leben so zu erschaffen, wie es erschaffen werden kann, nämlich in der allerbesten Weise. Durch die Verwendung der allerbesten Worte und Realitäten und durch die Abwendung von allem Negativen, der Korrektur von allem Leidbringenden und Schwächenden, der Korrektur und der Ersetzung durch das Allerbeste. Und das ist, was ich an dieser Stelle sagen möchte und hoffe, dass du mich verstehen konntest in der Sprache, die ich verwendet habe. Und ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und wünsche dir alles Beste und hoffe, dass wir uns früher oder später in der einen oder anderen Weise sehen und treffen. Mach's gut. Ciao.